Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Notruf 112 und es geht schon los. Ach du Scheiße. Herzlich willkommen bei der Berufsfeuerwehr Wien. Hallo? Achtung, Hilfeleistung. Verkehrsunfall VU1. Einsatz für LF24. RTW 1. Das war sehr verwirrend für den Anfang. Wir fangen an, für mich ungewohnt heute, mit der lieben Facecam. Echt sehr, sehr ungewohnt für mich. Habe mich auch bei den Streams nicht wirklich daran gewöhnt, aber wir werden das schaffen. Wie gesagt, wir sind noch immer in einer neuen Aufnahmesession, aber diesmal mit einigen Neuerungen. Und zwar haben wir jetzt auf jeden Fall einmal die die Skins von der Wiener Berufsfeuerwehr, auf die ich eigentlich mich sehr gefreut habe. Finde ich ganz lustig. Und ich würde sagen, wir starten los. Und natürlich, wie immer, haben wir Dreckswetter. Was soll man anders haben? Ey, bist du bekloppt, ey? Hallo? Meine Fresse. Eigene RTW fertig fast im Laufen, ey. Da kriege ich eh schon wieder alles. So, dann fahren wir mal weiter, gucken wir mal. Schiff dir mit deinem scheiß Auto da. Hier schaut nicht so schlimm aus, als wie es glaube ich ist. Sollte auch Enter drücken, wäre ganz angenehm. Wundert euch nicht, warum ich immer darüber schaue. Also darüber schaue. Das ist der einfache Grund, ich habe dort meinen zweiten Monitor und der ist halt, ja, wie soll man sagen, eigentlich das Ding, was ich kontrolliere, wo alles aufnahmetechnisch ist, ob es läuft oder nicht vor allem. Bitte nicht wundern, dass ich vielleicht das ein oder andere Mal darüber schaue. So, was ist aufgedreht? Also mal schauen wir ob falls. Mach mal auf da. Hab ich Hunger. Ich bin mal so frei. Wenn ich hier, also hier rausziehe und hier. Hat denn jetzt ich oder du? Du Arsch. Oh ne. Oh ne, ich hab. Aha. Oh, ich kann nicht. Ich glaube, die haben das schon gemacht. Da war ich zu langsam, glaube ich. Ich wollte da was machen. Da bin ich ja ein Kindermädchen, Leute. Ja, das Zaun haben wir da. Es ist Nasende nie, Alter, und ihr tut's da deppert um und um. Ich weiß schon, wie es kämpft. Ja, auf geht's. Ja. Das fällt mir. Hallo. Ja, ist jemand verarscht? Ja,
die Arno, was sollte denn sonst noch ist? Da soll ich vielleicht noch einen Kaffee holen, Arno für alle. Ich bin fertig. Auf freier Funk. Da kommt das Video oder nicht? Und so ist er echt da. Das sieht man nicht. Siehst du das Rolltor? Ach, das Spiel ist doch nicht verpackt oder so. Nee. Alter, hallo! Warten Sie auf weitere Anweisungen. Ja, das kann ja nur 3 Jahre dauern oder so jetzt. Wer war das? Wer war das? Ich hab das runtergeguckt. Oder wo? Oh, ab geht's. Feuerwehr Wien fährt wieder. Voller. So. Ja. Notruf 112 kommt ja bei euch richtig gut an. Finde ich ganz cool. Nochmal danke dafür auf jeden Fall. Es ist so ungewohnt, dass da die Kamera auf mich scheint. Ich hoffe, mit der Facecam wird es vielleicht noch, meine Spuren noch besser. Vielleicht, dass ich mal ein bisschen mehr Rückmeldungen bekomme. Ich werde auch das Paket, also das Kindpaket von der Feuerwehr Wien auf jeden Fall in die Beschreibung reinhauen diesmal. Bedanke mich auch auf jeden Fall für den Macher von diesem Skinpack. Also richtig cool gemacht. Wenn dann vielleicht noch die Polizei auch irgendwann geht, wäre cool, wenn du auch die Polizei dazu machst. Ich glaube, das wird das Anstrengendste für dich werden. Würde ich mich echt freuen. Sonst muss ich sagen, echt cool gemacht. Die Fahrzeuge schauen jetzt auch irgendwie cool aus. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie extrem fiktionell oder so wären. Ich hab keinen Bock, so lange zu warten. Ja. Manchmal muss man dieses Blaulicht auch ausnutzen. Ich habe zwar eine Vorrangstraße. Ich muss halt rüber. Ah, kommt gar keiner, das nutzt man aus. So. So, jetzt kommen wir mal dazu, dass ich euch jetzt mal die Fahrzeuge hier zeige von der Berufsfeuerwehr Wien. Und zwar hier mal das TLF vom Rosenbauer.
der ja eigentlich sogar da drüben 200 Meter von mir entfernt ist. Also ganz lustig. Ich höre auch immer das ganze Gedüdle und gerade im Sommer, wenn Fenster auf schön ist und dann hörst du es wieder dü-dü-dü-dü, kriegst manchmal so Augenkrebs und Ohrenkrebs. Aber ganz cool. Ja, Feuerwehrstadt Wien TLF, eigentlich schön gemacht, nicht irgendwie pixelig oder so, wie ich von, ich habe manche Skins mir angesehen, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, ein bisschen pixeliger geht's noch, dann ist es vorbei und Schluss mit lustig. Was mir, das Einzige, was mir hier bei diesen Skins irgendwie fehlt, ist dieses, der gewisse Touch noch dazu. Also mir fehlt das Feuer, das Wien-Logo dazu, mir fehlt vielleicht noch das ein oder andere Sprüchlein dazu oder so. Es gibt so viele Sachen, die man noch machen könnte da drauf. Also es, aber so finde ich ihn echt cool. Bedanke mich nochmal, wie gesagt, an den Macher. Wenn er es sieht, cool. Richtig cool gemacht. Auch die Uniformen sehen cool aus. Also nicht so wie manche andere pixeligen Uniformen. Und ich bin jetzt Hauptbrandmeister, Leute. Hauptbrandmeister bin ich jetzt mittlerweile schon. Gott sei Dank, ich habe den nächsten. Jo, und was ich aber richtig, richtig geil gefunden habe, also zumindest in der Animation, erstens die Medic-Uniformen, schaut schon geil aus. Sieht schon cool aus. Und was richtig nice ausgesehen hat, war das da. Er ist zwar noch ein bisschen pixelig, finde ich. Aber er sieht schon nice aus, Leute. Also finde ich schon cool. Also gegen viel andere Skins im Rettungswesen, muss ich sagen, top gemacht. Also finde ich echt cool gemacht. Da oben hat er zum Beispiel auch das Wiener Logo gemacht, genauso wie da von der Berufsrettung in Wien hat er das Logo genommen. Ich hoffe, er kriegt keine Probleme damit. Aber glaube ich nicht. Und hier der Neff sieht auch ganz cool aus. Gerade mit diesem Ding da, das gefällt mir mit diesen, mit dieser Herzlinie, die dann zur Wetter verläuft. Meldealarm. Meldealarm, das ist für mich immer so, oh, Krebs. Achtung, Brandschutz, Brandmeldeanlage, Einsatz für ELW, LF24, DLK 2312, TLF 1, RTW 1. So, wir waren irgendwie der Erste, glaube ich. Auf meinen Kollegen, da kommen wir glaube ich schon, oder? Ja. Moinsen, Kollege. War zufällig unten in der Garage. Ja gut, jetzt fahren wir wieder zu. Ich hoffe nicht, dass das jetzt dasselbe Einsatz wird wie die letzten Mal. Abenteuer Dauerhorn! Aber es sieht heute mal so aus, es wird nicht der Raum brennen. Ich hoffe. Also der Raum brennt mal nicht wie die letzten 10 Male oder so. Als ich dieses Spiel gespielt habe. Also das letzte Mal war ja wirklich krass. Also da war. Wenn man schon wirklich das alles so nicht wahr jetzt, oder? Das ist der FA6 und wir drücken Return.
Wäre auch cool, wenn das angezeigt werden würde. Aktive Melde im Kassenbereich. Ja gut, heute haben wir mal Glück. Heute ist es nur ein Fehlalarm. Boah, Gott sei Dank, ich habe gedacht, das brennt schon wieder das Ding. Also, wer wissen möchte, wie das wunderschöne Ding hier brennen kann und wie lang das vor allem brennen kann, einfach mal die letzten Folgen angucken. Wir hatten den ganzen Brand hier zweimal, war richtig heftig. Also, ja. Aber heute, Gott sei Dank, in Wien brennt dieser Supermarkt nicht. Bin ich froh. Wir sind damit wieder frei auf Wache und Rücken. So, dann fahren wir wieder nach Hause. So, ja, dann haben wir ja den Fehlalarm auch schön bearbeitet und schnell vor allem. Und wie war dein Tag, Christoph? Schön, anstrengend. Ja, fix, fertig, basta. Basta, Shooter. Können wir ja mal rüber gucken. Denn er hat ja auch das WLF und so umgeskinnt. Da sieht man noch die alten Skins. So, dann gucken wir da mal rüber nochmal. Einsatz mit dem Wechsellader wäre mal cool. So, auch der wurde umgeskinnt, wie man sieht. Ist jetzt nicht der Extreme oder so, aber ganz cool. Containerkarten halt auch noch mehr. Oh, guck, sogar der Krankenwagen ist schon da. Halleluja. Der Krankenwagen ist schneller da als wie alles andere. Na, KDO kommt auch. Das Kommandofahrzeug. Mein Chefchen, ich bin früher der. Haha. Erster. Du parkst auch eines, bist du besoffen, Kollege? Ey! Du Arsch. Ich will gerade die Innenausstattung ansehen. Entschuldigung. Cool wäre es, wenn du dich da dann reinsetzen könntest noch. Das wäre echt nice. Sie haben so viele detailgetreue Sachen reinbaut und so.
wenn man da jetzt dann noch sich reinsetzen könnte und dann noch irgendwas machen könnte, funken oder so als Führungsassistent, dann macht das auch mehr Laune, dass man auch mal einen Führungsassistenten macht. Aber, liebe Leute, 20 Minuten sind vorbei. Die zwei Einsätze waren wieder mal... Ja, war jetzt nicht die Action schlechthin, aber es waren natürlich wieder mal kleine Einsätze, die die Feuerwehr tagtäglich hat. Und ich kann nur sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, wundert euch nicht, ungewohnt mit diesem Ding da. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Links in der Beschreibung. Lasst ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao.